Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreithof. Wir sind in Folge 103, glaube, von Avorion. Ja, wir haben eben letztes Mal so wirtschaftstechnisch da ja was eingebaut und konnten dann noch weitere Bereiche sehen. Da ging es ums Wasser. Wir wollen jetzt gerade hier schauen, dass wir hier oben reinspringen. Wieso hat denn der jetzt hier M reingemacht? Dann gehen wir mal hier auf Wasser und dann schauen wir mal, wo es in unseren Bereichen hier Wasser gibt. Und wie wir sehen, ist hier ein Wassersammler da. Das heißt, wir springen da rein, springen da rüber, springen dann dahin und gucken, dass wir da einmal Wasser kaufen und schauen, ob wir das hier gut verkaufen können, ne? Aber das werden wir dann gleich nach dem Intro machen. Bis gleich. Ja, und wie das so ist, gerade wo ich jetzt hier das Intro laufen lassen habe, kommt natürlich die Lady uns dazwischen und sagt ganz einfach: Wow, Leute, ich brauche erstmal wieder neue Eingabemöglichkeiten. Und naja, dann gehen wir da mal schnell hin und schicken die Lady wieder zum Einkaufen irgendwo. Das hat nicht geklappt, weil das gerade weggesprungen ist. So, da ist die Lady jetzt unterwegs. Und hier gibt es so viele Asteroiden. Und hier gibt es gar keine Asteroiden. 753, da gibt es keine Asteroiden, ne, drei Tore nur. Hier gibt es 653 Asteroiden. Gibt es hier ein Ressourcendepot? Ja. So, das bedeutet, spring mal dahin, Lady. Und dann hätte ich gerne da Bergbau, da abgebaut und da wiederholen. So, sollte dann funktionieren, ne, oder? Ne, diese doofen Anzeigen sind, glaube ich, im Weg. Tor, springt sie rüber. Geht das jetzt? Asteroiden abbauen, Erze. Hallo? Ach Mann, das ist doch nicht schön, oder? So, Lady, nochmal. Du springst darüber. Ja, dann machst du da das. Machst du das. Und das wiederholst du bitte. Warum kannst du es nicht wiederholen? Keine Befehle gefunden. Das ist ja auch wieder mal so cool, oder? Wenn die Lady jetzt da mal rüberspringen würde. Aber die nimmt das richtige Tor, ne? Das dauert halt, ne? So, jetzt ist sie rübergekommen. Jetzt geht sie zu zwei. Jetzt kann sie es. Gut. Okay, ist das geklärt? Nochmal hier rein. Wir sind hier und müssen jetzt gucken. Das ist ja auch in einem Bereich um uns rum, wo es das Wasser benötigt. Jetzt gucken wir erstmal hier, glaube ich, hin. Weil das Wasser ist bestimmt irgendwo hier zu gucken. Das hatte ich nämlich schon mal gerade reingeguckt, während ihr das Intro gesehen habt. Wir können das ja gerne hier nochmal verfolgen. Casino, Bergbau, Satelliten, Raumjäger, Militärstation, Reparaturdock, Ressourcendepot, Ausrüstungsdock. Warte, wir gucken erstmal noch ins Ausrüstungsdock. Das wäre vielleicht noch sinnig, oder? Ach so, hier können wir ja nicht gucken, ist klar, weil wir bessere Beziehungen brauchen. Wir können ja mal hier reingucken. Die brauchen kein Wasser. Nee, das wollte ich nicht. Ich möchte das hier, Ressourcendepot. Ja, Pfiff. Die brauchen Wasser. 27 Credits gibt es hier. Wer war das jetzt? Das Casino. Nee, falsche Taste. Karte, wir fliegen jetzt sofort hier hoch, Koordinaten neu setzen und gucken zu, dass wir dort, ich glaube da lang, oder? Ja. Gucken zu, dass wir dort das weite Tor suchen und das Wasser holen. Casino. Kriegen wir hin, oder? Und wollen dann hoffen. Wieso ist das Schiff immer so weit weg?
Achso, da müssen wir erstmal durchs Tor. Kein Tor da. Doch da. Dann fliegen wir da mal schnell kopfüber hin. Dann schauen wir mal rein da. Auf zum Wassersammler. Schauen, was da gibt. Geht nichts mehr. Spiel hängen geblieben. Kann sein. Nein, da ist es. So, Wassersammler ist hier. Also Koordinaten da rein. Und springen da gleich hin. So, zack. Und dann schauen wir in dem Sektor nach, was der Wassersammler so für einen Preis hat. So, Wassersammler. Da ist er. Güter handeln. 19. Das sind 8 Credits zwischen 1260. Kaufen. Ja, genau, ich muss angedockt sein. Ist doch klar, oder? So. Einmal da bitte hin. Zum Wassersammler. Und umdrehen. Ups. Und bremsen. Wow. Einmal da bitte andocken. Und Wasser einkaufen. 62 kaufen. Produzieren die gerade noch was? Also die produzieren ja permanent gerade was, ne? Aber ich kann ja noch mal gucken, wie wir die jetzt nachproduziert haben. Nix. Obwohl da was läuft, haben sie nichts nachproduziert. Okay, dann das bedeutet, wir gehen wieder hier hin. Aber das war der richtige Punkt. Da unten müssen wir hin. Und auf geht die Reise. Aber wir gucken nicht richtig rum. Okay, jetzt aber. Zurück durchs große Wurmloch und schauen, ob wir da reputations- bzw. erziehungsmäßig was getan haben dann. Wir haben 23.000 für das Wasser bezahlt. Wir müssen mal gucken, dass wir die 27 kriegen, weil das sind nur 8 dazwischen. Das ist jetzt nicht viel in dem Sinne, ne? Aber mir geht es ja auch nicht ums Dingens. Also wir müssen durchs Wurmloch. Wo ist es denn? Da. Was ist das denn hier? Kolonie. Eine Kohlemine. Kommen wir hier irgendwo ein bisschen unbeschadet durch. Da sind wir. Das ging schnell durch das Wurmloch. Da müssen wir hin zum Casino. Und wieder sind wir da so durch. Das war jetzt schon komisch, oder? So, einmal da ausgerichtet und los geht's. Auf zum Casino. 27 Wasser war es eben. So, jetzt kurz da reingeguckt, das Casino. Güter handeln, Wasser, 27.
Gut, das bedeutet, wir fliegen da mal gerade hin und gucken uns das an. Und hoffen dann mal, dass die Beziehungen sehr gut dadurch verbessert werden. Aber schauen wir mal, ne, wie das so dahin kommt. Ich weiß gar nicht, die Lady meckert immer an, aber wir haben noch zwei andere Schiffe da irgendwo, die auch farmen. Fast die Vermutung, dass das Farmen der anderen beiden Schiffe auf Eis liegt, oder? So, dann wollen wir mal gucken, was das so gibt. 1260. Verkaufen. 78 Punkte, na super. Und da haben wir 11.000 dran gemacht, auch nicht so der Hit. Also Wasser brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, das lohnt es sich jetzt tatsächlich hier nicht, ne? Und was ist jetzt hier so zu kaufen? Nee, Luxus, die wollen hier nur haben, ne? Casino will nur haben, die produzieren ja nichts. Und Glücksspiel ist da auch nicht möglich, wahrscheinlich. Bergbau-Roboterfabrik, was haben die denn so hier am schwarzen Brett? Die brauchen 100 Bildschirme. Beschleunigerfabrik? Hier, das ist doch, was wir brauchen, oder? F. Elektronen, Neutronen. Hey, das ist ja cool, dass wir hier wenigstens so das wenigstens gefunden haben. Das bedeutet, wir fliegen da mal schnell hin, oder? Piraten greifen den Sektor an, ne? Da habe ich jetzt keine Zeit für. Neutronenbeschleuniger, Elektronenbeschleuniger. Gut, dass uns das gerade noch aufgefallen ist, ne? Einmal Vollbremsung, bitte. Da ist die Station. Wo ist ein Dockingport? Da am Ende. So, Güter handeln. Ups. Zurück zum Spiel. Neutronenbeschleuniger, Elektronenbeschleuniger. Das heißt, wir müssen hier, glaube ich, einen kaufen. Elektronenbeschleuniger, ja. Und hier auch einen kaufen. So, lass uns mal lieber, ich glaube, bei I war die Mission, ne? Freund meines Freundes. Haben wir, haben wir, haben wir. Transformatoren brauchen wir 6 und nicht 5. Einer fehlt. Na super, das hat ja gut geklappt. Energieinverter und Transformatoren brauchen wir noch. Toll. Die dürfen uns nichts verkaufen. Handelsposten, gucken wir mal gerade. Transistoren. Das, was wir brauchen, haben wir sicher nicht. Gut. Energie gibt es da. Aber nicht das, was wir wollen. Transformatorenfabrik. Das brauchen wir auf jeden Fall, deswegen springen wir da schnell hin. Das nehmen wir wieder raus. Und wir müssen dahin. Und Jump. Da gibt es auf jeden Fall den Transformator oder Transformer. Einen haben wir ja zu wenig, dann kaufen wir den da schnell noch. Aber wieder gut aufgepasst, ne? So ein klitzekleiner Schreibfehler kann einen eine ganze Folge dauern.
haben die doch, ne? Transformatoren, ja. Ist auch gleich schon um die Ecke hier. Dann kaufen wir den noch schnell ein. Okay. Ich hätte gerne den Traktorstrahl gehabt, weil der war gerade angezeigt. Und da kaufen wir noch einen. So, dann einmal Mission Code schnell gucken, bevor wir das weitermachen. Das passt, das passt, das. So, Energie-Inverter. So, das bedeutet Karte, rauszoomen, gucken, wo es sowas gibt. Hier oben eintragen. Und dann haben wir hier Energieröhrenfabrik. 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 Und jetzt die Frage, wo wird ein Energieinverter produziert? Vielleicht hier bei der Energiecontainerfabrik? Ich weiß es nicht, aber wir werden es ausprobieren, denke ich. Allerdings machen wir das alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlädt. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.